Emotion Nähe und Oxytocin. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Als erstes mag ich eine Einleitung geben, warum ich gerade dieses Thema aufgreife. Zum einen sind die Zeiten stürmisch und Berührung oder Erinnerung an Berührung ist von enormer Wichtigkeit. Bindung, Verbindung, Liebe, Partnerschaft, Freunde, soziales Umfeld. Für unsere Gesundheit, sowohl seelisch wie auch physisch, ist Nähe überlebensnotwendig. Durch Nähe und Berührung wird Oxytocin ausgeschüttet, welches ein Bindungshormon ist. Bereits in der Schwangerschaft reagiert der Embryo als erstes über die Haut auf Berührung. Oxytocin sorgt auch dafür, dass die Wehen für die Geburt eingeleitet werden und während der Geburt auch das Bindungshormon ausgeschüttet wird und so die Verbindung bereits zum Kind hergestellt wird. Dies ist die höchste Oxytocin-Ausschüttung, die produziert wird in unserem Körper während der Geburt. Und am zweitmeisten beim Sex, beim Orgasmus. Dies führt auch dazu, dass wir hinterher oftmals wohlig und zufrieden und glücklich einschlafen. Doch auch in anderen Momenten, in denen wir Berührung, Nähe erfahren, wird Oxytocin ausgeschüttet. Und damit sowohl unser Bindungsverhalten, unser Wohlbefinden, Stressabbau gefördert, sowie unsere Gesundheit gestärkt. Aus diesem Grunde lade ich dich heute hier zu dieser Meditation ein. Denn auch die innere Vorstellungskraft, Visualisierung, Erinnerung an liebevolle Berührung unterstützt die Ausschüttung von Oxytocin. Ich freue mich nun, dass du da bist und dir Gutes tust. Während du es dir im Sitzen oder im Liegen gemütlich machst, mag ich dir noch sagen, wie wichtig unsere innere Einkehr und unser innerer Frieden sowohl für dich wie auch für dein Umfeld auswirkend auf unsere Gesellschaft ist. Je besser du für dein physisches und psychisches Gleichgewicht sorgst, umso besser können die Zellen deines Körpers und alle körperlichen Prozesse arbeiten. Dies ist zum einen wichtig für dein Überleben, und davor, was du über dein Körpergedächtnis weiter transportierst. Sei es über Vererbung, aber auch durch Ausstrahlung deiner Energie in dein unmittelbares und damit auch gesellschaftliches Umfeld. Aus diesem Grunde lade ich dich nun zu dieser Meditation ein. Mache es dir nun auf deinem Platz gemütlich. Wenn du im Sitzen meditierst, dann achte darauf, dass du gemütlich sitzt. Nichts mehr drückt, damit weder Füße noch Gliedmaßen einschlafen können während der Meditation. Wenn du magst, lege deine Hände mit den Handinnenflächen auf die Knie ab oder leg sie vielleicht sogar über dein Herz. Dies verstärkt den Inhalt der Meditation, die du hören wirst. Ganz so, wie es für dich angenehm ist und du das Gefühl hast, dass du die Energie empfangen und an deinen Körper auch weitergeben kannst. Meditierst du im Liegen, dann suche dir auch hier eine Position, in der dir alles bequem ist. Körper sich auf der Unterlage, auf der du liegst, wohlfühlst. Liegt der Kopf richtig? Spüre insgesamt, ob es noch irgendetwas gibt, was dich während der Meditation stören könnte. Und dann lege auch deine Arme, wenn du magst, auf deinen Bauch oder auf deine Herzhöhe zu deinem Brustraum. Spür
spüre in dich hinein, was sich für dich stimmig anfühlt. Und dann schließe deine Augen. Und nun atme einige Male tief ein und aus. Ja, komme richtig gut hier an. Lass alle Nachrichten, Bilder, Gespräche, Stress hinter dir. Sollten sie doch nochmal vorbeihuschen, sage ihnen, ich kümmere mich später um dich, wenn es dir dann noch wichtig ist. Doch jetzt kümmere ich mich um mich, um gut für das große Ganze da sein zu können. Gelingt dir dies nicht ganz und kommen die Gedanken oder irgendwas immer mal wieder, kämpfe nicht dagegen an. Lausche der Musik und meinen Worten und lasse die Gedanken einfach weiterziehen. Und wenn sie hartnäckig da bleiben, so genieße die Pause, das Liegen und Lauschen. Dein Unterbewusstsein bekommt alles mit und arbeitet für dich. Wir atmen nun nochmals dreimal tief ein und aus, um hier und im Jetzt zu sein und um deinen Körper genug Sauerstoff zu geben, damit die Zellen arbeiten können.
wirst du angeschaut. Was sagen dir die Augen? Siehst du die Liebe, die dein Vertrauen hat? In dem Raum. Ist es warm oder kalt? Sind weitere Menschen dort? Ist es erlaubt? Ist es spielerisch, stürmisch, langsam oder vielleicht auch schnell? Ist die Berührung zart und sanft? Bleibt die Berührung an einer Stelle oder wird sie ausgeweitet? Vom Kopf
voll hinein in die Berührung. Wo und wie fühlst du sie? Welche Körperstellen spüren und erinnern sich und geben die Erinnerung aus dem Körpergedächtnis frei? Spürst du, wie dein Herz schlägt, dein Blut durch deine Adern fließt und du nichts anderes spüren willst als diese Nähe? Genieße dies nun in vollen Zügen für dich. Gefühl der Nähe, der Verbindung, des emotionalen Gleichgewichts, des Wohlfühlens, der Liebe, des Prickelns, des einfach Daseinkönnens. Mag ich dich nun langsam bitten, Abschied zu nehmen. Dir die Berührung gut in deinem Gedächtnis zu behalten, die Gefühle, die du dabei fühlen durftest, mitzunehmen. Spüre dazu nochmal ganz tief hinein. Und auch wenn es schwer fällt, verabschiede dich und bedanke dich dafür, dass du das fühlen durftest. Dass du diese Erfahrung in deinem Leben machen durftest. Wieder zu erinnern an Situationen, wo du dich vielleicht allein und einsam fühlst, wo es niemanden gibt, der dich vielleicht gerade in den Arm nehmen kann. Und dann nimm noch einige Atemzüge. Atme ein und aus, regle und strecke dich und komme ganz in deinem Tempo wieder hier auf deiner Unterlage
in deiner Position, im Hier und Jetzt, im Raum.